der IFA 2010 sind wir jetzt bei Interpad. Das ist eine deutsche Firma aus Köln, die sich dafür gegründet hat, ein Tablet auf den Markt zu bringen, nämlich dieses Gerät hier, das wir hier schon in der Hand halten dürfen und ein bisschen ausprobieren. Wir können auch mal ein bisschen näher rangehen. Und wer das vergleicht mit dem Handspray-Gerät, der wird ziemlich viele Ähnlichkeiten feststellen. Um mich zu sagen, es ist eigentlich ziemlich fast dasselbe. Da kann sich jetzt irgendwie jeder selber seinen Reim drauf machen. Soweit wir wissen, ist dieses Gerät zuerst entwickelt worden. Nun ja, der Unterschied zu dem Handspray-Gerät, falls ihr das schon gesehen habt, sind hier zum Beispiel an der Seite diese Tasten. Das hier sind halt richtige mechanische Tasten und jetzt nicht so Tab-Tasten. Aber hier diese Anschlüsse zum Beispiel sind halt die, die man schon kennt, also Mini-USB, HDMI, Kopfhörer, Micro-SD und der Stromanschluss. Und das ist halt auch 10,1 Zoll. Es soll 8 bis 12 Stunden Akkulaufzeit haben, je nach Anwendung. Android 2.2 läuft hier drauf, wie eigentlich das jetzt so wie üblich zu sein scheint. 16 GB Speicher kommen mit. Und erstmal hat es, wenn es im Herbst 2010 dann auf den Markt kommt, nur WLAN. Es soll dann noch eine Pro-Version geben, die dann auch UMTS und GPS hat. Wir können hier mal ganz kurz auch nochmal was zeigen. Also hier hat man eben halt so die Apps. Und dann haben sie hier so eine Buch-App drauf, die man als iPad-Besitzer vielleicht auch schon so in einer ähnlichen Art kennen wird. Und man kann hier sich mal die Galerie anschauen. Da sind hier auch Videos drin. Wenn wir mal fortfahren. Ja, weiß nicht, wie gut man das jetzt im Video erkennt, aber es sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Ja, Erscheinungstermin Herbst 2010, Preis 399 für die WLAN-Version, die UMTS und GPS-Version, da auch noch mit eingebauter Kamera, das gibt es hier auch noch nicht, soll dann vielleicht wahrscheinlich 499 kosten, das steht noch nicht ganz fest.